Vom Camp Haru hier in die Boezelbrück gestartet. Und jetzt wollte ich dich fragen, Jana, hat sich in unserem Team etwas verändert auf dem Weg hierher? Ich denke, wir haben uns viel besser lernen kennen, als wir das eigentlich schon mit Trainings machen. Die eine oder andere ist sicher auch in eure Grenzen gekommen. Von dem her war es spannend. Und der Postenlauf, da unser Trainer mit der kürzesten Weg hier gesucht. Ja, das ist doch noch ein bisschen anstrengend geworden. Ja. Wir haben ja noch das Training gehabt, wie es da der Gesundheitszustand war oder noch die Energie. Ja, das Energielevel war jetzt nicht mehr höchst, aber es ist noch gegangen. Wir haben noch mit zwei Skis ein spezielles Training gehabt, aber dann im Kopf sind wir noch bereit, wo ich sehr gut mitnehmen kann. Merci vielmals für das Interview. Wir haben heute in unserem Training zwei Gäste gehabt. Das waren die G1-Schiedsrichterin Stefan Studer und Angela Zjörien. Sie haben uns einen kleinen Einblick gegeben, wie es ist, Schiri zu sein. Und wir durften das auch selbst ausprobieren. Und Selina hat das auch ausprobiert. Und sie wird uns erzählen, was die grösste Schwierigkeit ist am Schiri sein. Also sicher schwierig ist, halt zu seinen, also die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil ja, so Kleinigkeiten ist halt manchmal noch schwierig, richtig zu entscheiden. Und auch zu schauen, in welche Richtung es jetzt geht. Weil manchmal hat man nicht im Griff, welche Bank wo ist. Und das ist sicher auch noch schon recht schwierig. Wenn ja, du jetzt ein bisschen drin gesehen hast, hat sich deine Ansicht auf den Schiri viel verändert? Also die hat sich sehr verändert. Ich habe viel mehr Respekt gegen ihn über, weil man muss auf so viele Sachen schauen. Und auch einfach, sie sagt viel mehr dazu, als man wirklich denkt. Und auch einfach, halt, eben, wie schwierig es ist, Entscheiden zu treffen, ob jetzt das für den ist oder für den, wo so viel passiert auf dem Spielfeld. Okay.